Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sim Settlement 2 in Fallout 4 Survival Modus. Wir werden jetzt hier schnell reisen. Tut mir leid, aber ich mache das jetzt, weil mir ist der schon mal kaputt gegangen. Oder auch nicht. Gehen wir raus. Dann ist mir das Spiel auch noch abgestürzt. Von dem her mache ich eine Schnellreise jetzt. Damit wir wenigstens einmal etwas Gutes tun. Denn der Bruder von der Audra, oder Audrey, wie sie hieß, ist tot. Und dementsprechend hat die Mission nicht mehr funktioniert. Die zwei waren nicht ansprechbar. Ja. Ich werde offline nochmal hingehen. Eventuell. Wenn ich den Part hier beendet habe. Aber mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal ein Ladebildschirm überstehen und dann kommt nochmal ein Ladebildschirm. Tut mir ja leid. Aber es ist mir einfach zu viel los hier. So. Ja. Wenn wir Glück haben, taucht er da auf, wenn nicht, dann nicht. So. Und dann, was machen wir als nächstes? Ich bin am überlegen, ob ich McCree mitnehmen soll. Direkt schon. Aber Papa ist zugemüllt. Da müsste ich McCree dann zumüllen. Wieso soll ich schon wieder raus? Ich gehe nicht raus. Ich koche was. Der taucht schon auf. Ich will nicht. Tut mir leid. Das Spiel will es nicht so. Also Blödsinn. Okay, ich glaube, im normalen Modus kommt der, wenn man schnell Reise macht. Jetzt muss ich den suchen. Verdammt. Es läuft heute aber auch alles schief. Die letzten zwei Parts waren alles schief. Das Blöde ist, ich finde keinen vernünftigen Speicherpunkt, wo der Bruder noch lebt. Ich würde 3-4 Stunden Spielzeit verlieren, wenn ich in Commonwealth, also in Sanctuary, starte. Und das mache ich nicht wegen der Mission. Ich habe geschaut, was es für eine Mission ist. Ich weiß, worum es da geht. Ich habe bei jemandem geguckt. Aber schade. Haben wir Siedler verloren. So viel kann ich ja verraten. 2 Siedler. Wen verrate ich nicht, aber 2 Siedler hätten wir gewinnen können. Oh, das dauert immer, dieses Blöde aus dem Good Neighbor rausgehen. Komm schon. Tipp, 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 tipp. Ach, endlich.
Ist irgendwo da, irgendwo. Ich bin ein bisschen irritiert. Wo soll er denn jetzt sein? In die Richtung? Oder ist er jetzt drinne? Nein, er ist noch da. Da vorne. Einmal, oh, weil ich total müde bin. Hilft auch nicht. Buff Outil hat da geholfen, oder? So, komm jetzt. Du bist jetzt gleich da. Wird ja wohl nichts mehr passieren. Komm, nur noch ein paar Meter. Gut. Kommst du? Ja. So, wieder ein Ladebildschirm. Das heißt, ich muss vom Piper alle Sachen nehmen und dann kann ich ihn anheuern. Und ihn dann voll müllen. Aber erstmal gehe ich schlafen. Ja, der kommt schon. Ich will nicht. Was leere Bierflaschen sind? Ich warte mal eine Stunde. Hat's geschafft, oder? Wieder ein Ladebildschirm. Hallo, neue Freunde. Ich bin der Saufkumpan. Was zum Teufel ist das? Das ist diese Bohrmaschine, von der ich dir erzählt habe. Meine Aufgabe ist es, zu unterhalten. Oh Mann, das ist ja super. Ich werde meinen Wodka in dem Ding lagern. Na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf. Dann ist es wenigstens von der Tür weg. Nehme normalen Betrieb auf. Hey, danke für deine Hilfe. Der Saufkumpan ist sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Gut, danke. Das investiere ich auch gleich in. Ich spare mir die rührseligen Geschichten. Da sind deine Kronkorken. Ganz oben. Langer Gang. Letzter Raum auf der rechten Seite. Danke. So. Schnell. Das war's mit schnell.
Was haben wir denn? Ermüdung, Ermattung, überladen. Okay. Du trägst so viele, kannst dich rennen und brichst dir gleich deine Knöchel. Deine Knie. Einen gleichen Schaden nehmen. So, schlafen wir. 10 Stunden müssten ja wohl reichen. Und dann gehen wir in die Kneipe und holen MacReady ab. Ach, gut ausgeruht. So. Tschüss. Oh. MacReady. Ich bin überlegen, wo soll ich den Pipeline schicken? Sanctuary? Das ist mir zu voll da. Sonst. Überlegen, Red Rocket. Ich glaube, ich schicke sie nach Red Rocket. Hey, ganz kurz noch. Wie läuft's? Piper Wright, Public Occurrences. Eine Frage. Was verkauft sich in Good Neighbor gerade am besten? Jet, Psycho, was Mantis? Bewunderst du? Die Klamotten oder den Mann, der sie trägt? Ja. Ich, Hey. Kann ich irgendwas verkaufen? Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied. Klar. Ich schau mal, was du hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Sonst, ich weiß nicht, was das ist. Die haben bestimmt noch eine Bedeutung. Ich brauche 45er Patronen. Nehmen. So, tschüss. Ja. Lass dich nicht unterkriegen, Schwester. Nein, nein. Nie im Leben. Nie im Leben. In Good Neighbor kümmert man sich selbst um seine Probleme, oder? Man wird umgebracht. Ja. So, Piper. Der Abschied naht. Ich werde dich um die Drink. Ich um die Betrunkene. Okay. Sicher werden wir uns aber wiedersehen. Tja, hier saß er. In Frieden. So, MacReady, wo bist denn du? Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest.
Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Hey, was Piper, ich nehme jetzt ein paar Sachen von dir. Das nehme ich von dir. Und Schrott. Gibt's denn zu tun? Nichts. Hör zu, Lady. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Ich bin interessiert. Ich hätte Interesse, falls du das Zeug dazu hast. Du machst Witze, oder? Ich mach das hier seit meiner Kindheit. Ich kenne mich aus. Ich war früher sogar mal Gunner, verdammt nochmal. Sein Gesicht ist dunkel. Das ist wahrscheinlich wieder ein Gesichtsfehler. Hört sich an, als hättest du was drauf. Aber ich mache mir Sorgen, dass diese Typen dazwischen funken könnten. Wenn du Winlock und Barnes meinst, keine Angst. Die könnten ein Eichhörnchen nicht mal mit einem Raketenwerfer umlegen. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Gar nicht. Es ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Ich bin wirklich pleite. Kann ich dich später bezahlen? Nein, so mache ich keine Geschäfte. Hör mal, komm wieder, wenn du die Kronkorken hast. Dann werden wir uns vielleicht einig. Mist, stimmt ja, der will ja Kohle haben. Ich habe mein letztes Hemd gegeben. Okay, vielleicht können wir einer Bar was verkaufen. Ja, das ist jetzt ein Textur-Gesichtsdingen. Ich glaube, da gibt es auch eine Mod für, dass das nicht mehr vorkommt. Ich habe nichts zu verschenken. Schleppst ja einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir wer klaut. Hey, Charlie. Hey, wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Klar. Ich schau's mir an. Bezahlt wird sofort. Anschreiben lassen ist nicht. Hat auch nicht genug Geld. Okay. Jetzt, wo du ein paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche ein verdorbenes Mädchen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. Sowas in der Art. Interesse. Vielleicht? Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken? Ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern.
Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomm schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Okay, Mann. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, für wen ich arbeite. Bürgermeister Hancock zahlt die Kronkorken. Ist ein interner politischer Machtkampf. Du weißt ja, wie das ist. Hey, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Räum einfach die Lagerhäuser leer, dann wirst du bezahlt. Ganz einfach. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Ja, aber jetzt nicht. Hast du schon mal im Kill or Be Killed? Haben da echt nette Waffen. Hey, wohin? Halt deine Waffe besser griffbereit. Suchst du was Bestimmtes? Nun gut. Ja, du musst im Moment noch was tragen. Ich nehme aber gleich alles wieder von dir weg. So, gemeinter Rat. Wir müssen ja noch mal verkaufen gehen. Aber sowas von verkaufen. Ja, irgendwie klappt alles nichts. MacReady ist dunkelbraun. Ja, dass das immer wieder auftaucht. Das hatte ich auch schon. Wer hatte das? Jack. Genau. Jack hatte das auch. Hey. Hey, Piper. Zeit für Reiseproviant. Auch eins? Danke. Ach, nichts. Okay. Aufgepasst. Achte nicht auf die Unordnung. Schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ja? Hey, ich Leo. Hoffe, du kaufst was. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dann statten wir dich mal aus, Killer. Ich kann mit dem Molotow-Cocktail nichts anfangen. Piper. Aufgepasst. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Nein, aber ich habe was für dich. So. Nein, ich gehe jetzt in kein Lagerhaus rein. Ich wollte hier rein. Wieder ein Ladebildschirm. Ich erlöse euch gleich. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Ob MacReady jetzt immer noch das Gesicht hat. Was ist denn so wichtig? Suchst du noch immer nach Arbeit, MacReady? Kommt drauf an. Bist du bereit, 250 Kronkorken auf den Tisch zu legen? Man kann immer falschen. Wie wär's mit 200? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Aber okay, meine Knarre gehört dir. Dann mal los, Boss. Verschwinden wir von hier. Piper nach...
jetzt auch gut. Piper. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Nein, nicht mehr. Handeln wir. Das wäre mein Angebot. So. Aufgepasst. Was willst du? Aufgepasst. Sollen wir dann die Beute aufteilen? MacReady. Nimm erstmal das. Das von mir. Kannst hier von ein paar haben. Und trag die mal so lange. Und ja. Und natürlich Schrott. So. Gut, wir haben MacReady. Ich werde jetzt abspeichern gehen. Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den Hauf. Und im nächsten Part. Was machen wir im nächsten Part? Ich habe wieder einen Frosch in den Hals. Es wird Zeit, dass ich aufhöre. Ja, im nächsten Part, was machen wir da? Gehen wir zurück nach Sanctuary. Aber Baum brauchen wir erstmal nichts. Ah, zur Stadtbibliothek. Doch, wir gehen erst nach Sanctuary. Unsere Waffen verbessern. Dein genau. Kumpel MacReady hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit mieser Laune. Mhm. Ja, genau. Das machen wir. Ja. Deswegen werde ich jetzt mal hochgehen. Speichern. Ich hoffe, das Zimmer gehört uns noch. Die Lagerhäuser mache ich ein anderes Mal. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Tut mir leid mit diesem Ladenbildschirm heute. Die letzten zwei, drei Parts, vergesst ihr. Ja, zwei Parts. Wo halt? Wo halt? Der MacReady sieht immer noch so aus. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adieu.